Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von XXL Info Kompakt. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort. Seit 1984 bin ich als französisch-tunesisch-deutscher Journalist tätig für Tageszeitungen, für Nachrichtenagenturen und seit 1986 als Herausgeber und Verleger für British Newsflash Magazin und als Sendeleiter und Gründer und Redaktionsleitung von Radio TV IBS Liberty. Schön, dass Sie Radio TV IBS Liberty eingeschaltet haben. Heute am 26. Dezember 2010. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag in Deutschland. Ein Feiertag, der auf einen Sonntag fällt. Etwas ganz Besonderes. Ähnlich wie gestern auch die Situation des ersten Weihnachtsfeiertages, der auf einen Samstag fiel, kalendarisch betrachtet. Es ist eine besondere Situation. Weihnachten, das Fest, was gefeiert wird in Deutschland, die Erinnerung, das Gedenken an die Geburt von Jesu Christi, ist eine ganz besondere Situation. Das Gedenken an das, was vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Ja, auch ein Wunder, was stattgefunden hat in dieser Form. Mit der Geburt von Jesus Christus. In einer Sendung mit Gedanken zum Weihnachtsfest, zum Heiligabend, hatte ich es bereits angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, 365 Tage im Jahr Liebe zu leben, Hoffnung zu schenken, die Hand zu reichen für Menschen, die in Not sind, für behinderte Menschen und Gutes zu tun. Es gibt viel, viel, viel Arbeit in Deutschland, richtig viel Arbeit in Deutschland. Ich könnte mühelos sofort 50 Leute beschäftigen, das ist kein Scherz. Ich bin gerne bereit, den Beweis zu erbringen, gerne mit einer Kompanie der Bundeswehr, gerne mit, wenn es sein muss, einer Staffel der Polizei. Ich kann problemlos 50 Leute gleichzeitig beschäftigen. So viel Arbeit gibt es hier in unserer Redaktion. Und an dieser Stelle darf ich auch um Entschuldigung bitten. Ich wollte so vielen Menschen, auch in dem Ehrenamt, das ich jetzt seit 2008 auch ausübe, als Direktor, als Missionsleitung der Internationalen Jüdisch-Christlichen Mission, John Baptist Mission von Togo, einer Mission für soziale Entwicklung, die international tätig ist, Briefe schreiben, Grüße zum Fest, ein frohes, gesegnetes Fest, das wünsche ich Ihnen auch jetzt noch, und frohe, gesegnete Fest- und Feiertage, es gibt ja noch welche, die kommen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, wir haben hunderte von Nachrichten in der Redaktion vorliegen und wir sind nur ein kleines Team. Und viele Menschen wollen natürlich auch mit ihrer Familie feiern. Die Projektarbeit für die John Baptist Mission von Togo ist beispielsweise eine Arbeit, die im Ehrenamt stattfindet. Wir haben keine einzige hauptamtliche Kraft. Die John Baptist Mission von Togo, gegründet von Reverend, in Deutschland würde man wohl sagen, Pfarrer Yawowi Nayonato, ist eine kleine Mission. In Togo gibt es keine Kirchensteuer im Gegensatz zu Deutschland. Und, um alle Missverständnisse zu vermeiden, auch wenn wir eine jüdisch-christliche Mission für soziale Entwicklung sind, die John Baptist Mission von Togo, so sind wir keine Konkurrenz zur evangelischen Kirche in Deutschland und auch keine Konkurrenz zur katholischen Kirche, sei es in Rom oder in Deutschland. Denn wir alle dienen ja dem einen Herrn und Gott. Jeder auf seine Weise und mit den Talenten und Gaben und Fähigkeiten, die uns eben von dem einen großen Alpha und Omega, von dem einen Herrn und Gott geschenkt worden sind. Neben all dem ehrenamtlichen Engagement, auch ja für Liberty und Peace Now, ein weiteres Projekt, das ich im Jahr 2006 gegründet habe, Liberty and Peace Now, internationales Medienprojekt für Menschenrechte. Sie finden auch meine Bücher bei Amazon.com, bei Amazon.de oder bei Buch.de, Libri.de und so vielen anderen Online-Buchhandlungen
Und Sie können die Bücher auch bestellen in jeder Buchhandlung. Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, Autor Andreas Klamm. Das ist ein ehrenamtliches Projekt, denn wie soll um alles in der Welt eine Kommerzialisierung von allgemeinen Menschenrechten zu verantworten sein? Ich glaube, das wäre nicht zu verantworten, denn allgemeine Menschenrechte, wie sie ja auch im Grundgesetz teilweise wiederzufinden sind, etwa die Würde des Menschen, die ja unantastbar sein sollte und natürlich gewahrt und geschützt werden sollte, ist ja ein unveräußerliches Recht. Es ist ja kein Gegenstand für Geschäftsverhandlungen, kein Gegenstand für kommerzielles Business. Und insofern leisten wir die Arbeit ohne Sponsoren, ehrenamtlich. Oft ohne Anerkennung, oft sogar mit Anfeindungen, weil wir auch Dinge aussprechen müssen, die nicht immer süß wie Honig klingen. Wir müssen, um zu helfen, und wir sollten, um zu helfen, auch Kritik, konstruktive Kritik üben. Wir versuchen, wenn möglich, destruktive, also zerstörerische Kritik zu vermeiden. Wir versuchen stattdessen, konstruktive Kritik zu üben, zu schreiben und in Berichten und in Büchern zu veröffentlichen, um Ländern, Staaten und Menschen zu helfen, nicht um den Menschen zu schaden. Wir alle sollten uns nicht der Freiheit berauben lassen, der Freiheit der Presse, der Freiheit der freien Meinungsäußerung, der Freiheit, auch Probleme anzusprechen. Nur wenn wir über Probleme offen sprechen, dann können wir auch vielleicht gemeinsam im Dialog und nicht nur im Monolog, deshalb bieten wir auch Live-Sendungen an, bei denen Sie auch anrufen können, wobei das jetzt eine Aufzeichnung ist, bieten wir im Dialog auch an, versuchen gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Das versuchen wir im Rahmen einer bidirektionalen Kommunikation, sprich über Dialog. Im Jahr 2011 werden wir einige technische Experimente durchführen. Das heißt mit anderen Worten, wir wollen versuchen, mit den Zuschauern direkt in Fernseh-Live-Sendungen Kontakt über das Internet aufzunehmen. Ob uns das gelingt bei fehlender technischer Ausstattung und bei fehlender Kamera und bei fehlendem Mikrofon, kann ich noch nicht versprechen. Aber wir versuchen es und wir hoffen, dass es einen Unterstützer oder mehrere Unterstützer geben wird, die uns helfen, eine gute Kamera zu behalten als Spende und vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, auch gute Mikrofone, damit wir gewisse Hintergrundgeräusche, seien es Straßengeräusche, seien es auch Hundebellen, wenn die Wände zu dünn sind, was auch immer, damit wir die rausfiltern können, wenn sie nicht ein unmittelbarer Bestandteil der Sendung sein sollen. Das heißt, wir planen für das Jahr 2011 und arbeiten natürlich jetzt auch schon daran, weil das Jahr 2010 wird bald vorüber sein in einigen Tagen. Wir arbeiten daran, neue Formen der Kommunikation auch mittels der Fernsehsendung und mittels der Internettechnik zu begründen, zu testen und in der Praxis umzusetzen. Wir hoffen, dass es gelingt. Weil ein Dialog natürlich immer viel, viel schöner ist als eine Moderation oder als ein Monolog. Es bietet auch die Möglichkeit, und das ist das Schöne bei Buchlesungen, wenn ich Buchlesungen halte, dann sind das nicht nur Referate, die kann ich zwar auch halten, aber es gibt die Möglichkeit, auch Fragen direkt zu stellen und wenn ich eine Antwort kenne, dann bin ich hier auch gerne bereit zu geben. Natürlich bin ich nicht allwissend und auch nicht unfehlbar. Insofern gibt es auch sicherlich hier eine oder andere Frage, auf die ich keine Antwort kenne oder selbst nach einer Antwort suchen muss. Als französisch-tunesisch-deutscher Journalist seit 1984 ist es ja so in der Regel, dass ich sehr, sehr, sehr viele Fragen habe an viele Menschen und zum Teil befinde ich mich seit 1984, das sind immerhin mehr als 25 Jahre, auf der Suche nach Menschen, die Fragen beantworten können. Es gibt sicherlich mehr als 1000 Fragen, die ich als Journalist habe. Weshalb stelle ich so viele Fragen? Einerseits, um Wissen zu vermitteln,
und andererseits auch um zu verstehen, damit Zuschauer und Zuhörer verstehen können, etwas lernen können, daher bieten wir auch Bildungsprogramme an. Und natürlich geht es auch mir so, wenn ich einen guten Gesprächspartner finde, der die entsprechenden Antworten noch geben kann, dann ist es ja auch ein Lernprozess für den Fragesteller und für den Journalisten. Da nehme ich mich nicht raus. Insofern ist es eine doppelte Bildungsarbeit, die, so glaube ich, auch wichtig ist. Nicht nur bei ARD und ZDF, denn die haben ja bekanntlich ein anderes Programmformat als Radio, TV, IBS, Liberty. Als Independent Broadcasting Service Liberty, das bekanntlich werbefrei sendet, als der unabhängige Rundfunkdienst Freiheit in deutscher Sprache. Independent Broadcasting Service Liberty, ganz einfach zu übersetzen in die deutsche Sprache, mit unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit gegründet. 1986 in der Stadt Speyer am Rhein und in der englischen Stadt Leeds in West Yorkshire, Nordengland. Einige Menschen kennen die Stadt, weil es eine sehr schöne Stadt ist und es auch sehr viel da zu sehen gibt, auch in der Umgebung. Weihnachten, zweiter Weihnachtsfeiertag. Es war ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest. Reich bin ich ja mit der Arbeit nicht geworden, weder als Verleger noch als Journalist noch als Buchautor von 9 veröffentlichten Büchern. Bis jetzt bin ich noch nicht reich damit geworden. Insofern war es auch ein bescheidenes Weihnachtsfest, aber doch ein schönes Weihnachtsfest. Es war auch eine Freude, auch mal wieder die Zeit sich nehmen zu dürfen und zu können, in die Kirche gehen zu können, Kirchenbesuche zu machen, auch andere Menschen zu treffen und kurze Gespräche mit diesen Menschen zu führen, die im Glauben verbunden sind, in der Kirche, natürlich nach dem Kirchendienst. Leider ist es mir nicht gelungen, allen Menschen, denen ich Grüße zu den Festtagen senden wollte, Grüße zu senden. Und so bitte ich um Ihr Verständnis und bitte auch um Entschuldigung, dass es nicht gelungen ist, allen Menschen Grüße und Segen zu schicken. Wir hoffen, dass Sie dennoch Segen von Gott, dem Herrn, finden werden, Schutz und Bewahrung, auf denen wir ja alle angewiesen sind. In diesem Jahr, in 2010, das in wenigen Tagen sich dem Ende neigen wird. In 5 Tagen wird das Jahr 2010 Geschichte sein. Dann steht etwas Neues bevor. Neue 365 Tage, an denen es viel, viel Arbeit gibt. Es gibt nur leider nicht genug Menschen und Unternehmer und Investoren, die für diese Arbeit bereit sind zu bezahlen. Und dennoch sollte diese Arbeit geleistet werden. Das heißt, es wird eine Mischung sein aus ehrenamtlichem Engagement, aus Teilzeitbeschäftigung und aus hauptberuflichem Engagement und aus Berufung, die auf viele Menschen von uns zukommt. In diesem Jahr gab es sehr, sehr, sehr viele schlimme und traurige Ereignisse. Ich denke an das Erdbeben in Haiti, an die Cholera-Epidemie in Haiti. Ich denke an das schwere Unglück von Duisburg. Ein Festival der Liebe sollte es werden und ein Festival der Katastrophe ist es geworden, die Love Parade. So viele junge Menschen haben die Love Parade nicht überlebt. Und die Angehörigen mussten jetzt zum ersten Mal das Weihnachtsfest, die Fest- und Feiertage ohne ihre geliebten Freunde, ohne geliebte Töchter und Söhne erleben. Diese Zeit so durchstehen, ist nicht einfach. Das hat unsere Familie, das meint also meine Mutter und meine beiden Schwestern, und mich bereits vor 10 Jahren getroffen. Vor 10 Jahren verunglückte mein Vater, leiblicher Vater, Manfred Lamm, ein ehemaliger Feuerwehrobermann der städtischen Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen am Rhein und später dann Postbeamter, tödlich nach einem schweren, sehr, sehr schweren Unfall.
Am 30. Januar ist der Unfall geschehen, 4 Tage später, nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation in der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigshafen am Rhein, ist dann der Ehemann meiner Mutter und der Vater von 3 Kindern, das meint also meinen Schwestern und von mir, verstorben. Im Jahr 2000, am 4. Februar. Sie können sich vorstellen, dass die Feste wie Ostern, wie Weihnachten, jedes Mal, wenn dann auch ein Geburtstag gekommen ist, dass es ganz, ganz extrem schwer war für die Familie, für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Glied der Familie, mit diesem Ereignis konfrontiert gewesen zu sein und damit auch lernen umzugehen, was es bedeutet, einen Menschen zu verlieren unter tragischen Umständen, der in noch recht jungem Alter aus dem Leben gerissen wird. Insofern waren in diesem Jahr meine Gedanken als Journalist, als Mensch und auch als Direktor der Internationalen Jüdisch-Christlichen John-Baptist-Mission von Togo für die Vertretung für Deutschland und für die Vertretung für Großbritannien auch bei den Menschen, die geliebte Angehörige bei der Love Parade in Duisburg verloren haben. Und es gab jede Menge weiterer schlimmer Ereignisse. Nicht immer sind diese Ereignisse intensiv in den Medien berichtet worden. Und dennoch ist jedes Einzelschicksal bedeutend. Denn es gibt immer irgendwo im Hintergrund oder im Vordergrund, es gibt Söhne, Töchter, Mütter, Väter, Großväter, Verwandte, Freunde, die einen Verlust dann unter solch tragischen Umständen erleiden und damit lernen müssen, umzugehen. Und das ist extrem schwer. Das kann ich aus Erfahrung sagen und bestätigen. Es dauert Jahre. Bei uns hat es mehr als 10 Jahre gedauert. Und wir haben es immer noch nicht so richtig überwunden. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Und es hat ganze 10 Jahre gedauert. Weihnachten, was können wir mitnehmen von diesen Tagen? Heute feiern wir den 2. Weihnachtsfeiertag in Deutschland. Vielleicht tatsächlich die Erinnerung, dass es nicht nur 2 Tage gibt im Jahr, an denen wir Gutes tun können, an denen wir Liebe schenken können. Es gibt 365 Tage, an denen es uns möglich ist, im Großen und im Kleinen für etwas Gutes zu wirken, Freund zu sein, Zuhörer zu sein oder auch Helfer zu sein, wenn möglich. Hier und da Hilfestellung, vielleicht eine Begleitung zu den Sozialämtern, die es in dieser Form ja nicht mehr in Deutschland gibt, aber zumindest eine Begleitung zu den sogenannten Jobcentern, zu den Argen, zu den Behörden, eine Begleitung vielleicht in die Kirche, eine Begleitung vielleicht zum Seelsorger, zum Pfarrer, vielleicht eine Begleitung beim Einkaufen oder einen Begleitungsdienst zu leisten im Krankenhaus, beispielsweise Menschen im Krankenhaus zu besuchen, Menschen in Alten- und Pflegeheimen zu besuchen, die sich dort einsam fühlen oder Menschen auch im Gefängnis zu besuchen. Und ich denke da auch noch an eine besondere Form der Gefängnisse. Ich denke an die Botschafter der Länder, aus denen sie fliehen. Das heißt an Menschen, die als Asylsuchende bekannt sind, die aus Angst, aus wirtschaftlichen Nöten vor Krieg und Terror und Gewalt flüchten, um hier in Deutschland Schutz und Shelter zu finden. Diese Menschen werden leider oft in Asylbewerberheimen ausgegrenzt, untergebracht und isoliert. Das sollte meiner Überzeugung nach nicht so sein, denn seit Monaten treibt die Debatte durch Deutschland, dass sich Menschen aus anderen Ländern in Deutschland integrieren, auch einleben können, sollten oder gar müssen, so eine politische Forderung.
Doch wie sollen sich Menschen, die in Asylbewerberheimen ausgegrenzt werden oder gar in Abschiebegefängnissen, in Deutschland integrieren und einleben können? Das ist im Grunde genommen eine unerfüllbare Forderung. Und insofern war auch das Weihnachtsfest besinnlich, über diese Menschen nachzudenken, die eben nicht mit viel Freude in den Asylbewerberheimen leben. Und in der Tat empfinden genau die asylsuchenden Menschen, die Hoffnung auf Schutz und Shelter haben, diesen in Deutschland zu finden, die empfinden solche Asylbewerberheime als Lager. Und da kommen sehr, sehr viele Fragen in mir hoch. Da ist die Frage, weshalb gibt es in Deutschland keine Mehrgenerationen- und multikulturelle Begegnungshäuser? Die kosten nicht so viel Geld, es gibt genug freistehende Häuser. Weshalb gibt es dieses Experiment in Deutschland noch nicht? Dass es Paten und Patinnen oder Freunde und Freundinnen gibt, Menschen, die Deutschland vielleicht etwas besser kennen, vielleicht in Deutschland geboren sind, wie das ja auch auf mich zutrifft, auch wenn ich tunesisch-französisch-deutscher Bürger bin, aufgrund meines Großvaters Hedi Sabaoth, ein französischer Offizier, der in Tunis geboren wurde und 1945 für die französische Armee in Kaiserslautern stationiert war. Und da frage ich mich, weshalb gibt es nicht diese multikulturellen und Mehrgenerationen-Begegnungshäuser in Deutschland? Weshalb gibt es sie noch nicht im Jahr 2010? Woran hängt es denn? Was ist die Blockade? Weshalb gibt es nicht wenigstens in einer Stadt, vielleicht in Berlin, in Hamburg, in einer Stadt, in der es auch viele Therapeuten, Sozialtherapeuten gibt, nicht ein Experiment, die Menschen aus fernen Ländern, ob sie jetzt aus Afghanistan, aus dem Irak, aus dem Sudan, aus Afrika, aus Äthiopien kommen, innerhalb eines Stadtlebens, im Zentrum, teilhaben zu lassen an der Gesellschaft in Deutschland. Beeindruckend war für mich zu diesem Weihnachtsfest die Rede, die Weihnachtsansprache oder vielmehr die Ansprache des Bundespräsidenten Dr. Christian Wulff. Es war eine sehr, sehr schöne Idee, so glaube ich, und davon bin ich überzeugt, dass er sich Menschen in seinen Amtssitz eingeladen hat und stehend die Ansprache gehalten hat und mit Menschen auch gesprochen hat und für Verständnis, für Toleranz, für Respekt, für Anerkennung und für eine bunte Republik Deutschland geworben hat. Ich glaube, das verdient unsere Unterstützung, unsere aller Unterstützung. Er würdigte in seiner Ansprache auch das Engagement der vielen tausend Helfer und Helferinnen, die sich ohne Bezahlung im Ehrenamt in Deutschland engagieren. Und würde es diese viele tausend Helferinnen und Helferinnen nicht geben, dann würden einige Systeme in Deutschland zusammenbrechen. Gott sei Dank, dass dem nicht so ist und dass es Menschen gibt, die bereit sind, anzupacken, zu helfen und wissen, wo die Hilfe gebraucht wird. Es gibt sehr, sehr viel Arbeit in Deutschland. Auch die internationale jüdisch-christliche John-Baptist-Mission von Togo sucht dringend Menschen, die bereit sind, beispielsweise auch Besuchsdienste für Kranke zu realisieren. Oder kleine Einkaufshilfedienste, Begleitung zu Ämtern, zu Behörden, Vorlesedienste für Menschen, die nicht mehr gut sehen, Schreibdienste für Menschen, die nicht mehr gut hören. Es gibt sehr, sehr viel Arbeit. Wenn Sie mitwirken wollen und wenn Sie sich engagieren wollen, ehrenamtlich, dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an kontakt@radiotvinfo.org. Dann bitte ich Sie um eine E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weihnachten 2010. Wenn wir vielleicht mitnehmen in das neue Jahr, vielleicht auch als ein Ziel, als einen guten Vorsatz, öfters auch mal für andere Menschen da zu sein und vielleicht auch Menschen in Gefängnissen, in Altenheimen, in Krankenhäusern zu besuchen, vielleicht auch behinderten Menschen in Deutschland eine Chance zu geben,
doch auch in England, in Frankreich, in Europa. Wenn es uns gelingt, wenigstens einen Teil dieser guten Vorsätze und Ziele zu erreichen, dann kann doch noch Gutes in Deutschland geschehen. Und das wünsche ich uns für die verbleibenden 5 Tage für das Jahr 2010, dass noch etwas Gutes in Deutschland geschieht. Und ich wünsche uns allen, dass das Jahr 2011 ein gutes Jahr mit weniger Katastrophen werden wird. Das waren Gedanken zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Eine Reflexion und ein Reflektieren und eine Vorausschau auf das Kommende, was im Jahr 2011 wohl kommen mag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen nur das Beste. Shalom. Ihr Andreas Klamm Sabaoth. Weitere und ausführliche Informationen zu den Programmen von Independent Broadcasting Service Liberty, Radio TV IBS Liberty finden Sie im Internet bei www.ibstelevision.org. www.ibstelevision.org und bei www.radiotvinfo.org. Hinweise zur Sendung XXL Info Kompakt finden Sie auch bei www.radiotvinfo.org. Werden Sie wieder gesund? Und wenn Sie nicht gesund sind, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen nur das Beste.